Luca Bolzhaus, herzliche Gratulation. Seit dem ersten Mal mehr als 5'000 Leute hier zu Langnau schauen. Ihr feiert den dritten Sieg in Serie. Sie werden gefeiert von den Fans und sie schleichen sich langsam aber sicher in die Herzen von den SCL Tigers Fans. Ja, ich glaube, wenn wir so Leistungen bringen, dann kommen immer wieder viele Leute ins Stadion. Und ich glaube, das ist das Ziel von uns. Wir wollen die Leute begeistern, wir wollen hart spielen, wir wollen krampfen. Und das über 60 Minuten. Und das haben wir heute definitiv angebracht. Ja, und jetzt ist eine klare Aufwärtstendenz gesehen. Gerade in den letzten drei Heimspielen haben wir alle gewonnen und immer nur ein Gegengol bekommen. Was macht es aus im Moment? Ja, eben, wir kämpfen einfach extrem füreinander. Wir geben alles, wir legen jeden Schuss rein, wir krampfen. Und das zahlt sich dann halt eben aus. Jetzt hat man sich in den Anfangsspiel der Saison doch ziemlich schwer getan. Und jetzt stimmt der Weg. Jetzt greifen die Redli langsam ineinander. Haben Sie auch den Eindruck? Ja, definitiv. Ich glaube, wir sehen es auch in der Defensive. Wir spielen extrem solide. Klar, wir lassen Sachen zu. Wir sind manchmal schon unter Druck, aber wir bleiben extrem ruhig und lassen uns von nichts beeinflussen. Nochmal zu unserer Gratulation und besten Dank.